Teresa Tribaldos hat an der Universität in Zürich Geographie studiert und danach am King's College in London einen zusätzlichen Master in Geopolitik absolviert. Ihre Dissertation hat sie an der ETH Zürich geschrieben zum Thema Konflikte und Kooperation im Umgang mit Wasserressourcen in südlichen Regionen. Seit 2015 ist Teresa nun Wissenschaftlerin hier in Bern am CDI, dem Zentrum für Entwicklung und Umwelt, und auch am Geografischen Institut der Universität Bern. Als Senior Scientist leitet sie seit 2021 den Bereich gerechte Volkswirtschaften und menschliches Wohlergehen und ist auch da sehr stark mit ihrer Forschung beschäftigt, mit dem Schwerpunkt nachhaltige Ernährungssysteme. Nachhaltige Ernährung, bei dem Begriff, so wie er auch im Programm steht, habe ich zuerst einmal an mein persönliches Essverhalten gedacht. Also wie esse ich, was esse ich? Teresa, wir gehen nachher darauf ein. Es ist ein komplexes Thema, auch sehr herausfordernd. Ich möchte zu Beginn aber mit dir beginnen. Du bist Forscherin am CDI hier in Bern. Was hat dich hierhin gebracht? Wo bist du durchgegangen? Was war dein Werdegang und weshalb hast du gerade dieses Forschungsschwerpunktgebiet für dich entdeckt? Ja, guten Abend. Ich glaube, ich habe so Zickzack-Wege gemacht. Das war immer nicht so klar und ich habe mich eigentlich leiten lassen von dem, was mich interessiert hat immer. Ich habe deswegen eben zuerst Geografie studiert, da habe ich mich sehr auf physische Geografie fokussiert. Ich war so an den Gletschern und den Alpen sehr interessiert, oder bin es heute immer noch. Und habe dann aber nachher so gemerkt, dass da wie irgendwie die Menschen fehlen dabei. Also wenn man sich immer nur so auf diese biophysischen Komponenten fokussiert, dann merkt man, da hat man nur so einen Teil von der Welt abgebildet. Und ich denke, das hat mich dann dazu gebracht, so mich auf die Geopolitik einzulassen und so die Frage, wie wir eigentlich unsere Räume gestalten, wie wir unsere Gesellschaften gestalten und wie wir auch vielleicht ja, mit Konflikten umgehen und so. Und habe dann, als wir aus London zurückgekommen sind, mein Mann und ich, habe ich dann nach einer Doktorandenstelle gesucht und bin dann so zur ETH gekommen, zu den internationalen Beziehungen war das. Und habe da so ein interdisziplinäres Projekt gefunden, wo ich wirklich diese beiden Seiten anschauen konnte. Und wollte dann aber nach der Dissertation zuerst mal raus aus der Wissenschaft. Also ich habe dann ein paar Jahre in einem Beratungsbüro gearbeitet in Zürich. Ja, und dann habe ich über ein Projekt, was ich da hatte, einen ehemaligen Professor hier an der Uni Bern, Stefan Rist, kennengelernt. Und wir sind so in Kontakt, ins Gespräch gekommen und irgendwann später hat er mich mal kontaktiert und hat gesagt, hey, bei uns ist eine Stelle offen, vielleicht wäre das was für dich. Ja, und so bin ich zur Uni Bern gekommen. Also auch Wissenschaftlerin, ein bisschen durch Zufall vielleicht? Durch die Kenntnisse? Also ich muss sagen, ich fand es schon spannend, in dem Beratungsbüro zu arbeiten und ich denke so die Lernkurve, die wäre sehr steil. Also ich habe da angefangen und da war vieles neu. Wir haben Beratung zu Agrarpolitik in der Schweiz, zu regionaler Entwicklung im Alpenraum und so gemacht. Und das war wirklich so, die ersten zwei Jahre war das, also kam da sehr viel Neues und das fand ich auch sehr spannend. Und dann irgendwann hatte ich so gemerkt, okay, jetzt habe ich hier so ein Plateau erreicht und wollte, also habe mich so gefragt, will ich das, dass das so weitergeht die nächsten 20 Jahre? Und da fand ich so, ich brauche irgendwie noch mehr Herausforderungen. Und da also kommt mir die Forschung natürlich sehr entgegen, weil man sehr frei an den Themen forschen kann, die einen interessieren. Und man kann wirklich so überlegen, was will ich wissen? Und das ist schon anders. Im Beratungsbüro hat man Klienten, die finden, ja, ich interessiere mich für diese drei Fragen, bitte beantworten Sie die. Und vielleicht denkt man selber, ja, das sind gar nicht so spannende Fragen, sondern ich würde lieber andere Fragen beantworten. Und das kann man in dem Moment nicht. Und das ist, ist das Schöne an der Forschung, da hat man diese Freiheit. Also kein Zufall, sondern die logische eigentlich Weiterentwicklung dieser Beschäftigung auch mit dem Thema. Ja. Ja. Kannst du viel davon jetzt mitnehmen oder noch gebrauchen aus dieser praxisbezogenen Zeit? Ja, ich habe natürlich sehr viel über Agrarpolitik gelernt und Agrarpolitik ist schon sehr entscheidend in unserem Ernährungssystem. Wir geben sehr viel Geld aus für Direktzahlungen und da ist natürlich, hat man einen starken Hebel, Sachen zu gestalten und von daher denke ich, ist das ein sehr wichtiges Feld, wenn man sich mit Ernährungssystemen beschäftigt. Ja. Mhm. Du sprichst ja konsequent von Ernährungssystemen, also nachhaltige Ernährung ist eigentlich zu wenig weit gefasst. Was verstehst du darunter, unter einem
nachhaltigen Ernährungssystem? Also ein Ernährungssystem ist eigentlich alles, was es braucht, damit wir schlussendlich Essen auf dem Teller haben. Das fängt an bei der landwirtschaftlichen Produktion mit den Inputs, die man dafür braucht. Also das ist zum Beispiel Saatgut, das ist Dünger, das sind Pestizide. Das geht dann weiter über die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten hin zum Verkauf und dann Konsum schlussendlich. Davon gibt es auch immer wieder Abfälle, die dann übrig bleiben nach dem Konsum. Und das ist so diese Wertschöpfungskette. Und die Wertschöpfungskette ist aber eingebettet in die natürlichen Ressourcen. Also wir brauchen Wasser, wir brauchen Böden. Ohne das funktioniert es nicht mit der Nahrungsmittelproduktion, auch wenn wir immer wieder mal was lesen von Laborfleisch oder so. Aber ich meine, der absolut größte Teil unserer Nahrungsmittel wird in natürlichen Ressourcen produziert. Und weiter ist das auch ein sehr wissensintensives Feld. Also da ist sehr viel Forschung drin, da ist Logistik drin, da ist Beratung drin. Und all diese Themen gehören dazu. Die gehören dazu, wie ein Ernährungssystem gestaltet ist. Und ganz wichtig natürlich auch politische Fragen. Also Agrarpolitik habe ich schon erwähnt, aber da sind ganz viele verwandte Gebiete, Politikbereiche, die da wichtig sind. Zum Beispiel Grenzbeziehungen, was importiert man, wo hat man Grenzschutz, Zölle, aber auch gesundheitliche Politikbereiche, was wollen wir fördern in der Ernährung, was nicht. Ein sehr kontroverses Thema. Also all diese Punkte, die gehören dazu. Und das verstehe ich unter einem Ernährungssystem, wenn man das wirklich so in dieser Ganzheit betrachtet. Mhm, als Großes und Ganzes. Mhm. Wenn man es dann doch ein bisschen runterbricht in die verschiedenen Teile, gibt es jetzt aus eurer Sicht Forschungsbereiche, wo ihr vermehrt einen Schwerpunkt setzt, oder sind das gleichberechtigte Aspekte, die ebenso gleichberechtigt erforscht werden? Ja, also ich meine, sehr groß, hoch im Kurs ist natürlich die ganze landwirtschaftliche Produktion. Da gibt es sehr viel Forschung dazu. Das ist auch ein Bereich, der natürlich sehr viel Einfluss hat auf, also sehr viele Umweltwirkungen hat. Der hat Einfluss auf soziale Aspekte von Landwirten zum Beispiel oder Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Von daher ist das sicher ein sehr wichtiges Thema. Und natürlich der Konsum ist auch was, was sehr stark im Vordergrund steht. Wir bekommen auch immer vermittelt, dass der Konsum, also dass wir, wenn wir uns als Konsumenten gut verhalten, dass wir sehr viel verändern können. Und so, ich würde sagen, diese beiden Bereiche sind sehr stark im Fokus immer. Und der ganze mittlere Bereich ist weniger im Fokus, also die ganze Verarbeitung, der ganze Handel mit Nahrungsmitteln, da wird oft nicht so viel geachtet drauf. Und ich denke, das ist aber ein ganz wichtiger Bereich, weil sehr viele Bestimmungen oder Richtlinien da vorhanden sind, die bestimmen, wie produziert wird in der Landwirtschaft. Also das ist, hängt sehr stark voneinander ab. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass man auch auf diesen mittleren Bereich stark schaut. Und das ist auch was, wo wir jetzt am CDI also verschiedene Forschungsprojekte haben zu diesem Thema. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch anschaut. Aber so im öffentlichen Fokus, denke ich, ist es wirklich mehr so die landwirtschaftliche Produktion und der Konsum. Ja. Die nachhaltige Entwicklung kann man ja grob in drei Konzepte gliedern, vom Sozialen über die Umwelt zum Wirtschaftlichen. Gibt es da eine Priorisierung bezogen jetzt auf die nachhaltigen Ernährungssysteme? Also ich denke, wenn wir das langfristig anschauen, müsste man schon die Umwelt priorisieren, denn sie ist unser Zuhause. Also eben, es ist ganz wichtig für unsere Nahrungsmittelproduktion, aber auch sonst für das Wohlbefinden, für die Gesundheit, ist es zentral, in welcher Umwelt wir leben. Und deswegen denke ich, müsste man das priorisieren, dass diese Umwelt intakt bleibt, erhalten bleibt, auch geschützt wird. Weil wenn sie das nicht wird, dann hat das Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche, in denen wir uns bewegen. Und von daher finde ich, so langfristig müsste man das schon in den Vordergrund stellen. Und dann natürlich die sozialen Aspekte, denke ich, ist ganz wichtig, auch für unser Wohlbefinden. Also wie leben wir, was ist ein gutes Leben für uns? Wie gestalten wir das? Und die Wirtschaft, denke ich, sollte als Instrument eigentlich dafür dienen, dass wir unsere Gesellschaften gut gestalten können und dass wir sagen können, wir können ein gutes Leben führen. Also von daher wäre für mich so die Wirtschaft als Instrument für die Gesellschaft. Die Wirtschaft sollte der Gesellschaft dienen und nicht umgekehrt. So. Und ich denke, das ist oft
ja, vergisst man das vielleicht ein bisschen. Und ich denke, kurzfristig ist es manchmal schon so, dass halt dann sind Entscheide da und ist die Frage, gehen Arbeitsplätze verloren? Hat das einen Einfluss auf Wirtschaftswachstum oder so? Und dann wird kurzfristig schon oft die Wirtschaft priorisiert. Aber ich denke, es lohnt sich schon, auch diese langfristige Perspektive im Blick zu behalten. Kannst du uns einen Status quo geben? Wo stehen wir heute, so global gesehen, unsere Ernährungssysteme? Und wo gehen wir hin damit? Oder wo bewegen sie sich hin? Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Orakeln im Moment. Mhm. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich denke, wir stehen an einem kritischen Punkt. Also ich denke, wir haben schon sehr viele Umweltauswirkungen mittlerweile, die sehr präsent sind durch die Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Und ich denke, wir sind an einem Moment angekommen, wo wir wirklich viele Grenzen auch ausgereizt haben. Und ich denke, da wäre es sehr wichtig, mal auf einen nachhaltigeren Pfad umzuschwenken. Ob das tatsächlich geschieht, ich weiß es nicht. Also ich denke, wenn wir schauen, wie global Trends sind, bin ich mir da nicht so sicher, ob wir da in eine gute Richtung gehen. Ich würde mir das natürlich wünschen. Und ich denke immer, dass es Momente, also dass man immer die Möglichkeit hat, umzuschwenken und auf bessere Pfade, nachhaltigere Pfade zu gehen. Aber es ist halt was, je länger wir warten, desto größer sind die Auswirkungen von unserem Verhalten und desto schwieriger ist es, da Anpassungen zu finden. Also von daher, je länger wir warten, desto schwieriger wird dieses Umschwenken. Und ich bin mir im Moment nicht so sicher, ob das stattfindet. Ich denke, wir sind auch in einer Zeit, in der geopolitisch wieder sehr viel stattfindet auf der Welt. Und ich denke, im Moment haben viele Leute andere Prioritäten. Und ja, Nachhaltigkeit ist leider etwas in den Hintergrund gerückt. Ja. Ich habe das so verstanden, dass ihr euch auch ein bisschen in den Dienst der Gesellschaft stellt als Forschende und sagt, ja, wir haben die Möglichkeit, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dieses Umschwenken, wie du sagst, stattfinden könnte, diese Transition. Mhm. Ein Aspekt ist die Gerechtigkeit und du hast dich darauf spezialisiert, Gerechtigkeitsfragen zu untersuchen. Was heißt das konkret? Weshalb ist Gerechtigkeit so ein wichtiger Aspekt? Wir leben in einer Welt, die sehr ungleich ist in ganz vielen Aspekten. Und Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sehen wir einerseits global zwischen verschiedenen Weltregionen. Also wir, denke ich, sind hier alle sehr privilegiert in der Schweiz. Wir haben Glück gehabt, dass wir hier leben können, aufwachsen konnten. Ja, ich denke, davon haben wir sehr viele Privilegien. In anderen Weltregionen ist es anders. Aber wir haben auch innerhalb von unserer Gesellschaft sehr viel Ungleichheit. Also wir haben 15% der Bevölkerung, die Armutsrisiko haben oder armutsbetroffen sind. Und ich denke, wenn wir den Anspruch haben, Nachhaltigkeit wirklich umfassend zu leben, dann bedeutet das, dass wir auch irgendwie dafür sorgen müssen, dass die schwächeren Teile in der Bevölkerung auch ein gutes Leben führen können. Und da ist es ganz wichtig, dass man schaut, was sind denn diese Ungerechtigkeiten oder wo sind Ungleichheiten und wie können wir darauf reagieren. Und wenn man das nicht in den Fokus stellt, dann denke ich, geht das oft vergessen und dann geht man vielleicht Entwicklungen weiter, die nicht dazu beitragen, dass es den schwächeren Teilen in der Bevölkerung besser geht. Und daher finde ich das sehr zentral. Ja. Kannst du uns ein Beispiel geben, vielleicht aus der Schweiz? Was eine Gerechtigkeitsfrage wäre? Oder also jetzt zum Ernährungssystem sehen wir zum Beispiel, dass Einkommen in Arbeitsplätzen, die für das Ernährungssystem arbeiten, die sind häufig tiefer. Also wir sehen das bei den Landwirten, das haben Sie sicher jetzt in der Zeitung oder im Fernsehen, das war ja jetzt wieder in den Medien, die verdienen im Schnitt weniger als andere. Das sehen wir aber auch im ganzen Gastrobereich, das sehen wir in Kantinen, Köche, Bäckereien. So, also die haben einfach tiefere Einkommen und zum Teil schwierigere Arbeitsbedingungen. Also das ist sicher was wir sehen. Dann in der Schweiz, denke ich, hat man Zugang zu frischen, gesunden Nahrungsmitteln, wenn man sich das leisten kann. Das können sich leider auch bei uns nicht alle Leute leisten. Also da sehen wir auch Ungerechtigkeiten.
Und natürlich auch so die ganze Frage, wo kann man zum Beispiel wohnen? Also kann man sich das leisten, irgendwo in einer schönen Umgebung, in der Umwelt, in einer intakten Umwelt zu leben? Oder hat man die kleine Wohnung direkt neben der Autobahn? Also das sind alles Fragen, wo wir halt sehen, da spielt es eine große Rolle, wo wir herkommen und ja, was die Einkommen sind. Mhm. Ja. Du warst ja sehr aktiv im sogenannten Just Food-Projekt. Also da geht es um gerechtes Essen. Und das ist eine internationale Kooperation unter finnischer Führung. Ich bin nicht sicher, ob das Projekt noch aktiv ist, aber war auf jeden Fall sehr aktiv. Kannst du uns anhand dieses Projekts erklären, wie Nachhaltigkeitsforschung funktionieren kann und wie du im Speziellen auch arbeitest? Also das läuft noch, das Projekt. Ja. Das ist ein 6-Jahres-Projekt und ist ein recht großes Projekt. Also knapp 5 Millionen Euro haben wir für diese 6 Jahre bekommen. Und jetzt läuft es noch 1,5 Jahre. Es ist ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, also das heißt, wir haben einerseits verschiedene Disziplinen, die mitarbeiten aus der Forschung, und wir haben aber auch sehr stark mit gesellschaftlichen Akteuren zusammengearbeitet, oder ich sage mal die Kollegen in Finnland, weil das ist eigentlich vor allem ein finnisches Projekt. Und Finnland importiert, ähnlich wie die Schweiz, recht viele Nahrungsmittel aus dem Ausland. Deswegen war für sie von Anfang an so die Frage, ja, wie können wir diese internationalen Fragen oder diese internationalen Komponenten mit in das Projekt reinnehmen. Dadurch bin ich dann in das Projekt mit reingekommen. Und transdisziplinär heißt eben, dass man nicht nur mit verschiedenen Disziplinen arbeitet aus der Wissenschaft, sondern eben auch mit diesen gesellschaftlichen Akteuren. Und das Projekt, also es ist wirklich interessant, weil wir da ganz viele verschiedene Aspekte drin haben. Wir haben einerseits so die Frage, konzeptionelle Fragen, was heißt eigentlich eine gerechte Transition? Was heißt das für Ernährungssysteme? Was muss man dazu beachten, wenn man über gerechte Transition spricht? Wir hatten aber oder haben auch Leute, die modellieren, die zum Beispiel überlegen, okay, wenn wir jetzt unsere Emissionen im Ernährungssystem um 30% oder um 60% reduzieren, was hat das für einen Einfluss auf die Umweltauswirkungen? Haben wir tatsächlich bessere Umweltauswirkungen, wenn wir das tun? Was hat das für Auswirkungen auf die Ernährung? Also wie ernähren sich die Menschen heute in Finnland und wie müssten sie sich anders ernähren, damit man diese Reduktion zustande bringt? Und auch wirtschaftliche Fragen haben sie angeschaut. Also was bedeutet das, wenn wir diese Emissionen hinkriegen wollen, wo müssen wir das reduzieren, was müssen wir anders machen in der Produktion von Nahrungsmitteln. Dann weiter gab es so Politikgespräche, da haben sie mit verschiedenen Akteuren in Finnland haben sie Gespräche geführt und so auf den Puls gefühlt den Leuten, so was bedeutet das, gerechte Transition, wo sind die Probleme, wie könnte man sowas ausgestalten. Und dann waren auch noch Case Studies, also Fallstudien. Und eine Fallstudie, in der ich involviert war, da ging es um die Sojaproduktion. Da haben wir sehr eng mit Partnern in Brasilien zusammengearbeitet. Und da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was bedeutet diese Produktion von Soja, eine internationale Wertschöpfungskette, die über den ganzen Globus gehandelt wird. Was bedeutet das für die lokalen Produzenten und Bevölkerung vor Ort, wenn dieses Soja da produziert wird. Also ein ganzer Mix von verschiedenen Ansätzen, genau, die da zusammenkommen. Ja. Ja. Und ich habe mich sehr stark in diesen konzeptionellen Fragen bewegt, also neben der Fallstudie in Brasilien, also wirklich so zu der Frage, wie können wir das konzeptionalisieren, was gehört dazu, wenn wir über gerechte Transition im Ernährungssystem sprechen. Mhm. Für mich klingt das ziemlich theoretisch auch. Also ich nehme an, dass, da war viel Literatur im Spiel, die ihr gesammelt habt, daraus dann diese Erkenntnisse abgeleitet habt. Was ist das Resultat daraus? Also was ist der Benefit dieser, dieser Definitionen auch einer gerechten Transition? Also es ist natürlich sehr theoretisch. Ja. Das ist wirklich auf der konzeptionellen Ebene. Aber ich denke, es ist hilfreich, sich zu überlegen, welche Bereiche denn involviert sind. Mhm. Wir haben tatsächlich angefangen mit einer Literaturstudie. Also wir haben uns gefragt, welche Bereiche in Philosophie und Ernährungssystemfragen beschäftigen sich denn mit Gerechtigkeit? Also wo haben wir da Ansatzpunkte, wo wir starten können?
und haben dann diese ganzen Begriffe zusammengesammelt und versucht, die zu ordnen und auch so gewisse Hierarchien da zu finden. Das haben wir dann mit unseren Kollegen interdisziplinär diskutiert. Also wir haben sie eingeladen zu verschiedenen Diskussionsrunden und haben gefragt, ja, wie seht ihr das? Fehlt da was? Ist es aus eurer Sicht adäquat, was wir da gemacht haben? Und haben das dann auch in diesen Politikdialogen in Finnland mit gewissen Akteuren aus der Gesellschaft diskutiert und haben dann ein Framework zusammengestellt, wo wir eben diese verschiedenen Bereiche abgebildet haben. Und da kamen Sachen zusammen wie Verteilungsgerechtigkeit, da ist ganz wichtig der Zugang zu Nahrung. Also haben alle Menschen Zugang, können sie sich das leisten, haben sie frische Nahrungsmittel? Solche Fragen, aber auch Fragen zu Löhnen sind da drin. Was verdienen Menschen, die in der Nahrungsmittelproduktion arbeiten? Dann weiter Fragen zu Prozessen, also Prozessgerechtigkeit. Und da geht es darum, wer kann denn mitentscheiden, wie unsere Ernährungssysteme gestaltet werden? Wer ist da ein legitimer Partner in diesen Prozessen? Und das ist sehr eng verknüpft mit der Anerkennungsgerechtigkeit. Also wen sehen wir als valablen Partner in solchen Prozessen? Mhm. Welche Stimmen hören wir uns an? Dann ein weiterer Punkt sind Umweltfragen. Da geht es nicht nur um jetzt Boden, Wasser, Luftqualität, sondern da geht es auch darum, was für einen Umgang wir mit Tieren haben, Nutztieren vor allem. Und ob das eigentlich eine artgerechte Haltung ist. Und Fähigkeiten, ja genau, also Transitionsprozesse, die stellen alle hohe Ansprüche an uns alle. Und die Frage ist, haben wir die Fähigkeiten, um mit diesen Ansprüchen umzugehen? Können wir teilhaben in diesen Transitionsprozessen? Oder brauchen wir vielleicht neues Wissen? Müssen wir uns neues Wissen aneignen dafür? Mhm. Und das sind so diese Hauptpunkte, genau. Die dann so gesammelt in einer Art Checkliste weitergereicht werden an die Politik, nehme ich an. Also die Entscheidungsträger müsste sich ja da irgendwie dran orientieren können, schlussendlich. Also wir haben das ja in dem Projekt viel diskutiert, ja, in Finnland mit verschiedenen Entscheidungsträgern. Und ja, ich versuche das auch hier in den Projekten, die ich hier in der Schweiz habe, immer wieder einzubringen, weil ich schon denke, dass es sehr wichtig ist. Und ich denke, es kann tatsächlich so als Checkliste, wobei ich würde es eher sehen als Grundlage für Diskussionen. Denn ich denke, da gibt es ganz viele Fragen, die da aufkommen. Und das sind nicht so oft nicht Entscheidungen, wo man ganz klar sagen kann, das ist richtig und das ist falsch, sondern da gibt es ganz viele graue Bereiche. Und da gibt es auch Widersprüche, da gibt es, ja, muss man sich überlegen, wo hat man dann die Prioritäten für gewisse Sachen. Also ich denke, das sind Aushandlungsprozesse. Also und so sehen wir das eigentlich auch als Grundlage, um so Dialoge zu führen, um darüber zu diskutieren, wie gestalten wir solche Prozesse. Ja, ja. So sehen wir das. Ja. Und auf der anderen Seite die konkrete Fallstudie in Brasilien. Ja. Ein Kontrast dazu oder die logische Ergänzung dann? Kontrast, ja, vielleicht. Ja. Also ich denke, es ist schon sehr interessant zu schauen, was das bedeutet, wenn wir hier Fleisch konsumieren. Ich sage nicht jedes Fleisch, denn es gibt ja auch durchaus Fleisch, was nicht mit Soja aus Brasilien produziert wurde. Aber in der ganzen Geflügel- und Schweineproduktion und auch in der Milchproduktion wird es halt eingesetzt und in ganz Europa wird es eingesetzt. Also das sind enorme Mengen, die nach Europa fließen. Gut, der größte Abnehmer ist China. 70% von der ganzen Sojaproduktion in Brasilien geht nach China. Aber an zweiter Stelle ist die EU. Und von daher ist es schon auch ein starker Hebel. Und wenn man halt sieht, was das vor Ort bedeutet, ich meine, Abholzung, Regenwald ist sicher ein Stichwort, was Sie alle schon gehört haben. Aber es hat eben auch sehr direkte Auswirkungen auf lokale Kleinbauern und eben auf die Art und Weise, wie lokale Menschen sich ernähren. Also es ändert tatsächlich die ganzen lokalen Ernährungssysteme in Brasilien. Und das sind häufig auch jetzt eher vulnerable Gruppen, die oft von Armut betroffen sind. Und
die stellt es vor ganz große Probleme. Das ist so ein Einfluss, also die ganze Umgestaltung von den Landnutzungssystemen, die sind enorm. Und für die lokale Bevölkerung ist das ein sehr gravierendes Problem. Mhm. Ja, das jetzt besteht und was sich dann auch akzentuieren würde in Zukunft, wenn es so weitergeht, nehme ich an. Ja, also das hat sich sehr stark akzentuiert. Die Sojaproduktion, die hat sich enorm ausgebreitet in den letzten 30 Jahren und breitet sich immer noch aus. Und es ist halt einfach auch ein sehr großes Geschäft. Also gewisse Leute verdienen sehr viel Geld damit. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, daran was zu ändern. Und was wir gesehen haben in Brasilien, ist, dass es auch sehr starke Lobbys gibt. Also es gibt auf der einen Seite diese Agroindustrie, die sehr stark verknüpft ist mit gewissen Regierungsministerien und da sehr viel Einfluss hat. Und auf der anderen Seite gibt es so diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die sich stark für Menschenrechte einsetzen, für indigene Rechte, für Naturschutz auch. Und das sind so zwei starke Pole in Brasilien, die an unterschiedlichen Stellen versuchen, Einfluss zu nehmen und diese ganze Entwicklung zu beeinflussen. Aber in den letzten Jahren sehen wir schon, dass die Agroindustrie da eigentlich sehr stark war. Und insbesondere unter Bolsonaro, unter dem letzten Präsidenten, hat sich diese Entwicklung sehr stark verschärft. Im Moment, denke ich, warten alle drauf, dass sich das, also ich denke, die Entwaldung hat sich ein bisschen abgeschwächt, gerade im Amazonas, im Cerrado-Gebiet hat sie zugenommen. Aber ja, ich glaube, da müssen wir schauen, wo es hingeht. Auf jeden Fall denke ich, dass wir uns das nicht leisten können, als globale Gesellschaft einfach so weiterzumachen wie in den letzten 20 Jahren. Sonst ist irgendwann nichts mehr übrig von dem Wald. Also sehr wichtig für die, auch die Regierung dort zu wissen, was passiert eigentlich, wenn so ein Ökosystem zugrunde geht, wenn diese Bevölkerung eine andere Lebensform auch einnehmen muss. Ja, ich denke, Sie wissen das schon, aber die Frage ist, wie schätzt man etwas wert? Und ich denke gerade, also Bolsonaro hat das sehr klar gemacht, dass er gesagt hat, ja, Wald ist eigentlich eine Verschwendung von Platz. Wir könnten hier überall Soja anbauen. Und das ist natürlich, ja, ich meine, wie geht man um, wenn der Präsident von einem Land so eine Meinung hat? Also es ist schon schwierig irgendwie. Aber es hat sich ja jetzt wieder geändert. Also ich meine, es bleibt zu sehen, was die Entwicklungen sind. Aber ich denke, was interessant ist oder wichtig für uns ist eben, dass wir schon auch Einfluss haben darauf, was da passiert, eben durch diese internationale Wertschöpfungskette, die unser Konsumverhalten verknüpft mit den Bedingungen vor Ort. Genau, ja, da kommen wir gleich auf dein neues Forschungsprojekt zu sprechen. True Cost heißt es, wahre Kosten. Ihr probiert da, die wahren Kosten eben eines Lebensmittels abzubilden. Wie wir gehört haben, die Umweltprobleme, die sozialen Probleme, die daraus folgen. Was sind die Fragen, die ihr anschaut damit? Genau, also den Preis, den wir bezahlen für Lebensmittel im Laden, das ist nicht der wahre Preis von Lebensmitteln. Also das sind die direkten Kosten, die wir als Konsumenten tragen, aber es gibt ganz viele indirekte Kosten, die entstehen. Sei das einerseits über Direktzahlungen durch die Agrarpolitik, was dann auch direkt in die landwirtschaftliche Produktion fließt. Aber das sind auch Fragen von Gesundheitskosten zum Beispiel. Also wir haben mittlerweile sehr hohe Kosten durch ernährungsbedingte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, gewisse Krebserkrankungen, die direkt oder indirekt durch eine falsche, ungesunde Ernährung entstehen und die enorme Kosten verursachen. Und verglichen mit den Direktzahlungen ist das ein sehr kleiner Teil. Also da denke ich, zahlen wir viele Kosten. Dann geht es weiter, Umweltkosten. Also zum Beispiel unsere Kläranlagen, damit wir das Wasser, was wir trinken und zum Körperhygiene und alles brauchen, das kostet auch mehrere Milliarden jedes Jahr. Also das ist, und je mehr wir Wasserressourcen verschmutzen, desto höhere Kosten müssen wir in Kauf nehmen, um dieses Wasser wieder zu reinigen. Das sind alles Kosten, die entstehen. Dann gibt es auch schwierige Bereiche, wie zum Beispiel die Biodiversität. Wir wissen, dass der Biodiversitätsschwund, den wir in der Schweiz, mit dem wir konfrontiert sind, und nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, ist durch einen großen Teil von unseren landwirtschaftlichen Systemen beeinflusst. Und da ist jetzt so die Frage mit den Kosten. Also was heißt denn das, wenn eine Art ausstirbt?
Können wir da überhaupt einen Preis geben dafür? Wenn jetzt irgendein Schmetterling, den gibt es nicht mehr. Ja, wie gehen wir damit um? Können wir da ein Preisschild drauf tun? Und wenn ja, welches? Und für wen ist es schlimm, wenn ein Schmetterling nicht mehr da ist? Das sind alles dann ganz schwierige Fragen. Also ich denke, bei gewissen Fragen kann man das monetär beziffern. Wie bei der Gesundheit, da weiß man, was das bedeutet, wenn Menschen behandelt werden müssen. Aber ich denke auch, das ganze Leid oder sowas da entsteht, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, das wird auch nicht abgebildet. Also es gibt Fragen, die sehr schwierig sind zu beantworten durch diese wahren Kosten. Und was wir in dem Projekt versuchen, ist wirklich so zu fragen, was kann man abbilden über diese wahren Kosten und wie können wir das verteilen im Ernährungssystem, dass eine gerechte Verteilung von diesen Kosten stattfindet. Also die Idee kann nicht sein, dass wir einfach den Konsum verteuern und sagen, ja, die Lebensmittel, die kosten jetzt einfach dreimal so viel. Da kommen ganz viele Leute dann in riesige Probleme, weil sie das nicht mehr bezahlen können. Mhm. Und von daher ist so die Frage, wie kann man diese Kosten abbilden, damit nachhaltige Produkte bevorzugt werden und nicht nachhaltige eben höhere Preise haben, damit man da das Verhalten umlenken kann. Mhm. Und dann ganz klar in der Schweiz die Frage, so wie kriegen wir das eigentlich durch den politischen Prozess? Wir haben ja auch das Glück, dass wir hier über sehr vieles abstimmen dürfen. Und leider scheitern ja auch immer wieder gute Ideen an der Urne. Und das ist eben auch eine Frage dann, wie muss sowas ausgestaltet sein, damit es für einen Großteil der Bevölkerung eben akzeptabel ist. Das heißt, ihr beginnt eigentlich bei den Kosten, also die zu beziffern, das ist so die erste Hürde. Mhm. Du hast gesagt, ja, der Preis darf natürlich nicht dreimal so hoch sein im Laden. Ist dreimal die Zahl, die wir so grosso modo annehmen können, dass ein Lebensmittel tatsächlich dreimal so viel kosten würde, mit allen Kosten eingerechnet? Also ich bin immer sehr schlecht mit Zahlen, deswegen würde ich mich jetzt da nicht drauf behaften lassen. Okay. Aber ich denke, das ist sehr unterschiedlich, von welchen Nahrungsmitteln wir sprechen. Ja. Also es gibt Nahrungsmittel, wo das nicht viel höher wäre. Also zum Beispiel im ganzen Bio-Bereich wissen wir, dass da schon sehr vieles eigentlich gut funktioniert. Aber dann gibt es natürlich Sachen wie intensive Fleischproduktion, wo eben stark mit Futtermitteln gearbeitet wird, wo sehr hohe Treibhausgasemissionen damit verbunden sind. Also das sind sicher Produkte, die eigentlich viel teurer sein müssen. Mhm. Ja. Neben der Bezifferung hast du gesagt, dann die Umsetzung. Was seht ihr für Möglichkeiten? Kannst du es jetzt schon abschätzen oder ist das eben dann in 2-3 Jahren dann vielleicht? Also wir haben wirklich gerade im Januar gestartet, von daher haben wir jetzt noch nicht wahnsinnig viele Resultate. Aber ich glaube, was wir sehen können, auch aus anderen Studien, ist, also es gibt natürlich gewisse Hebel, die man hat. Das sind Steuern, die man erheben kann. Das sind Subventionen, die man machen kann für gewisse Produkte. Aber das können auch Umverteilungs-, also dass man zum Beispiel Geld zurückerstattet über die Krankenkasse oder so, also dass man da gewisse Umverteilungen hat von Kosten, was eigentlich gute, also starke Hebel sind. Ich denke, da kann man schon was verändern mit. Was wir sehen in anderen Ländern, sind gewisse Label, die hilfreich sein können, also einfache, gut verständliche Label, die den Konsumenten sagen, das ist ein nachhaltiges Produkt, das ist nicht nachhaltig. Also da sehen wir auch, dass das dazu beitragen kann, dass Menschen ein bisschen anders ihren Konsum gestalten. Ja, ja. Was wünschst du dir denn für das Ende des Projekts? Was wäre dein idealer Abschluss? Was wäre das Produkt, das du dir wünschst? Also jetzt starten ja die ganzen Verhandlungen für die Agrarpolitik 2030 plus. Wenn wir da einen Beitrag leisten können in dieser Diskussion und gewisse Forschungsergebnisse da reintragen können, damit man die Ausgestaltung von dieser Agrarpolitik ja, vielleicht noch gut auf diese Forschungsresultate abstimmt. Ich denke, das wäre ein guter Erfolg. Würde auch vom Timing so plus minus aufgehen. Plus minus. Also ich denke, Sie fangen jetzt schon an, aber ja. Ja, ja. Genau. Ich denke, wir kommen noch auf die Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten zu sprechen. Wir alle sind ja irgendwie angesprochen durch das Thema. Ich habe es zu Beginn gesagt, nachhaltige Ernährung betrifft uns ja auch persönlich. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie wir beitragen können selbst zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem? Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann. Ich denke, die sind gar nicht so schwierig. Und wenn man sich da so ein bisschen dran hält, denke ich, hat man schon ganz vieles richtig gemacht.
Und da der erste Punkt, würde ich schon sagen, ist so die Frage vom Fleischkonsum, also wenn Sie nicht schon Vegetarier sind, aber einfach das ein bisschen zu reduzieren. Weil wir wissen, dass Fleisch eigentlich wirklich die größten Umweltkosten verursacht und Umweltauswirkungen. Und wenn man da das etwas reduzieren kann, Schritt für Schritt, so dass man vielleicht nicht mehr jeden Tag Fleisch isst, sondern nur noch 2-3 Mal in der Woche oder so, da hat man schon einen großen Hebel. Dann das andere ist Food Waste, also Nahrungsmittelverschwendung. Und da sehen wir auch aus Studien, dass in der Schweiz ungefähr 1/3 von den produzierten Nahrungsmitteln im Abfall landet, in den Haushalten. Und ich denke, da haben wir einen ganz starken Hebel, wenn wir selber wirklich gut überlegen, was brauchen wir und was kaufen wir ein, wie viel kaufen wir ein. Und wirklich versuchen, diese Nahrungsmittel auch zu konsumieren und nicht wegzuwerfen. Ich denke, da haben wir dann schon mal 1/3 an Energie, 1/3 an Ressourcen, 1/3 an Arbeitszeit eingespart, wenn wir diesen Food Waste reduzieren. Dann ein weiterer Punkt ist die Bioproduktion. Also wir wissen, dass in Bioproduktion sehr vieles recht gut läuft und dass da auch wirklich gute Auswirkungen sind auf Umweltfaktoren, auf Biodiversität, dass auch tiefere Emissionen, Treibhausgasemissionen und so. Also wenn man vermehrt biologische Produkte kauft, dann hat man auch eigentlich schon einen guten Hebel dabei. Ja, und dann vielleicht noch 2 Punkte. Ich würde sagen, kochen Sie so viel wie möglich selbst, dann wissen Sie, was drin ist. Sie können mit frischen Produkten arbeiten und essen vielleicht weniger hochverarbeitete Produkte, die hohe Umweltauswirkungen normalerweise haben und eben auch oft sehr gesundheitsschädlich sind. Also wenn man da wirklich sich mehr mit dem auseinandersetzt, was man isst, denke ich, da hat man auch einen großen Hebel. Und dann vielleicht der letzte Punkt, dass man versucht, saisonal zu essen und eher regional. Also wenn man die Möglichkeit hat, direkt beim Produzenten einzukaufen, dann denke ich, sieht man auch, was gerade Saison hat. Wenn man das isst. Ja. Ich würde sagen, das sind so die Hauptpunkte. Und wenn man versucht, das irgendwie umzusetzen, ich glaube, dann macht man schon sehr vieles ganz gut. Ja. Was ist der Einfluss, den wir damit haben? Also wir machen das vielleicht schon, viele von uns, vielleicht in Zukunft noch mehr. Mhm. Aber bringt das was, so global gesehen? Ja, ich glaube, das Problem ist ja hier, dass Konsumenten als Kollektiv einen riesigen Einfluss haben. Aber das Problem ist, wir handeln ja nicht als Kollektiv, sondern wir sind alles Individuen und dann haben wir halt doch wieder irgendwie andere Präferenzen oder Umstände, die uns dazu verleiten, irgendwas anders zu machen, als wir eigentlich wüssten, dass es gut ist. Und von daher funktioniert es eben nicht, wenn wir sagen, ja, die Konsumenten sollen einfach selber schauen, die haben das in der Hand, wenn sie nur richtig einkaufen, dann können sie alles verändern. Und deswegen denke ich, dass es halt noch mehr braucht. Also ich sage nicht, dass es die Konsumenten nicht braucht. Ich denke, die haben eine ganz wichtige Rolle in dem ganzen System. Aber ich denke, es braucht eben auf allen Ebenen Beiträge dazu. Also sei das auf staatlicher Seite mit gewissen Regulierungen, aber auch in der Wirtschaft ist das gefragt. Also ich glaube, wir müssen überall auf allen Ebenen, wo wir können, ansetzen gleichzeitig. Sonst wird es nie funktionieren. Also wenn wir immer darauf warten, dass die anderen zuerst was machen, ja, dann sehen wir, dass es nirgends hinführt. Mhm. Ja. Magst du noch was zur Rolle der globalen Großkonzerne sagen in der Nahrungsproduktionskette? Also das ist ja so das Gegenstück. Ich denke, wir als KonsumentInnen am Ende dieser Kette und dann gibt es die großen Player, die diese, ja, über die Wirtschaft diese Kette beeinflussen. Ja, ich denke halt, was dafür, kann man da machen? Dafür brauchen wir staatliche Regulierungen. Also ich denke, dafür ist der Staat dafür da. Denn wenn wir den Unternehmen sagen, seid doch bitte gut und verhaltet euch anders, dann funktioniert das nicht, weil es ist natürlich ihr Geschäftsmodell. Sie verdienen das Geld damit und deswegen werden sie das nicht einfach ändern. Und deswegen denke ich, braucht es von staatlicher Seite gute Regulierungen, die sagen, was ist erwünscht und erlaubt und was ist nicht erwünscht und erlaubt. Und ich denke, diese Handlung können wir nicht den Unternehmen überlassen, weil sie andere Anreize haben, wie sie ihre Geschäftsmodelle ausgestalten. Ja. Deswegen braucht es meines Erachtens den Staat und es braucht auch die Zivilgesellschaft, die halt eben fordert vom Staat, was getan werden soll.
Heißt aber auch, dass Nachhaltigkeitszertifikate, Nachweise nicht das bringen, was wir uns davon erhoffen. Teilweise, aber ich denke, wir sehen auch immer wieder, dass das was, also Greenwashing ist ein großes Stichwort und wir sehen, dass da sehr viele Skandale hervorkommen, wo irgendwo grün draufsteht und es ist leider nicht drin. Und ich denke, man sieht ja auch, dass das ein zunehmender Druck ist, dass nachhaltiger produziert wird und deswegen ist das natürlich auch ein Verkaufsargument für Unternehmen, wenn sie das machen. Und leider ist es halt nicht so, dass dann alle das wirklich gut machen. Also gewisse schreiben das halt drauf, aber es ist dann nicht drin und das ist natürlich problematisch, weil es auch Vertrauen ruiniert und ja, ja. Also da denke ich, braucht es schon griffige Regulierungen dafür. Mhm. Wo denkst du, geht die Debatte zur Nachhaltigkeit hin? Ja, schwierig. Ich denke, im Moment eben ist es nicht auf oberster Priorität, leider. Mhm. Ich hoffe, dass es wieder dahin kommt, weil ich denke, dadurch, dass wir Nachhaltigkeit umsetzen in unseren Gesellschaften, können wir auch Stabilität garantieren für Gesellschaften. Und ich denke, in stabilen, nachhaltigen Gesellschaften ist vielleicht der Druck für Konflikte oder Kriege geringer. Also schlussendlich denke ich, wenn es Menschen gut geht, dann haben sie weniger Anreize, ja, zu rebellieren oder so. Aber im Moment, ja, ich meine, wir wissen es alles, es ist eine schwierige Zeit. Mhm. Ja. Ich würde zum Schluss noch gerne einen zweiten Blick in die Zukunft werfen, aber eher auf dein Forschungsgebiet bezogen und auf deine Forschungsarbeit. Wo wünschst du dir, wo möchtest du stehen in 5 Jahren? Was ist der Output? Du hast von Agrarpolitik gesprochen. Gibt es weitere Punkte? Ja, also ich würde das, was ich mache, als transformative Forschung bezeichnen. Also ich habe den Anspruch auch, dass ich beitragen kann zu Veränderungen irgendwie. Und was mich sehr stark reizt, ist die Frage, wie wir bestehende Machtbeziehungen verändern können. Und da so mehr in die Frage reinzugehen, was müssen wir machen, auch als Gesellschaften, um diese bestehenden Machtbeziehungen zu verändern und eben mehr Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Das ist sowas, was ich gerne weiter bearbeiten möchte. Ja, sehr schön. Ja, ich denke, wenn man sich damit befasst, so intensiv als Forscherin, ist ja wahrscheinlich die Realität auch oft ernüchternd, weil man an Grenzen stößt und diese Grenzen nicht einfach so auflösen kann. Wo holst du die Motivation her, weiterzumachen? Ja, ich gehe eben nach wie vor ganz gerne in die Berge, ja. Betätige mich gerne draußen, ich klettere. Ich versuche, mit vielen spannenden Menschen zu reden. Mhm. Also ich denke, es gibt ganz viele tolle Menschen, die spannende Ideen haben und offen sind für auch Neues. Und ich glaube, das hilft für Inspiration, dass man sich mit solchen Menschen unterhält. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch.